Die Kraft der Ballettfreundschaft. Dieser Gesichtsausdruck. Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin Vito und wir spielen One Piece Odyssey. In der letzten Folge haben wir es geschafft, alle 5 Puppen von der Gamma 66 oder Germa 66 zu sammeln für den kleinen Boy. Ja, das war extrem nervig und hat sehr viel Zeit gekostet. So viel dazu. Aber wir haben es hingekriegt. Jetzt haben wir hier noch eine Hysteria, die wir machen müssen. Da bin ich sehr gespannt, wer da reingezogen wird. Und wie die Story da ist. Weil wir wissen ja, dass Bon Curray an der Küste ist. Vielleicht hat ja die Hysteria auch damit zu tun. Who knows? Oh, diesmal sind es 4. Gut, fragen Sie mal, was da los ist. Aber auf jeden Fall nicht als, ich wollte gerade sagen, aber auf jeden Fall nicht als Sanji. Stellt euch mal vor, euch quatschen einfach so random irgendwelche Leute an. Garf. そうだったの。エミリーよ。エミリーね。私は奈美。私たち、でも遠慮しないでね。そう。急に軽いな。エミリーちゃん。俺が必ず話はまとまったみてえだね。それじゃエミリー、ガルフについて、え、わかった。ガルフはいなくなる前、下水処理場でよく商人を相手に取り、だから商人の方々もガルフについて何か知ってるかもしれないわ。 Also irgendwie ist sie ein Plappermaul. Da kommen irgendwelche random Dudes zu ihr, sagen so, yo, was ist los, können wir dir helfen? Und sie dann sofort, ja, ich bin traurig, aber wenn das so ist, dann bin ich ja sofort wieder glücklich und dann haut die Information raus. Gut, auf zur... Auf zur Kläranlage. So, ne? Nami. Mo. Seikin, du ja, Hosuki no Mozohin ga demawatteru rashin. Uwasa no are daro. Ore tachi mo kio tsuke ne to na. Dem geht's ja richtig gut. Lass mich raten, wir müssen zu dem verdächtigen Typ da vorne, den die Dame da erwähnt hat. Okay, das klingt interessant.
Ja, er freut sich, dass er ein Schnäppchen gemacht hat. Er hat wahrscheinlich irgendwas Gefälschtes irgendwie abbekommen. So, die hat irgendwas gesehen. Ja, es ist einfach irgendein Typ, der sich verliebt hat oder so getan, als wäre er verliebt. Und jetzt ist er verschwunden mit wahrscheinlich viel Kohle. So, gucken wir mal da oben. Aber Robin hat recht, hier sieht es nicht so nach Mafia aus, auch wenn es mega abgewrackt hier ist. Sieht auch nicht nach Mafia aus. Das auch nicht. Mach doch, was du willst, du Mooskopf. Aha. Hätten wir einfach durchrennen können. だとしたらなんだガルフっていうジュエリーデザイナーを探してるのガルフ素直に答え、やっぱり俺たちはそのガルフに用があるんだ。返せと言われて、はい、取引現場を見られたからには帰ってこい、お前ら。 Ja, kommt alle auf einmal. Ich garf euch weg, Alter. Mal gucken, Gauner B, wie viel Schaden er kriegt. Ja, easy, ey. Wir können jetzt hier richtig schön SP farmen. Und er blutet sogar. Das ist ja schon richtig peinlich. Oh, schön. Schönes Ding. Ja, ein bisschen Nami helfen. Frauenpower, die machen das schon. 2 gegen 2. Ja, können wir was auf Fernkampf machen? Wahrscheinlich, ne? Dann greifen wir hier einmal den hier an. Nicht, dass der noch irgend so einen mega krassen Angriff droppt. Ach, guck mal, so ein Grab kann er machen. Kann sie machen, meine ich. Aber es wird auch nicht so viel abziehen. Erhöhter Schaden. Bup. So, und jetzt muss Sanji den Rest machen. Oder auch nicht. Story 10万よ。
Ach krass. Ja, das hilft natürlich. Die sind beide umgehauen. Die sind bezaubert. Ach krass, jetzt greifen die ihre eigenen Leute an. Das ist schon... Das ist gut. Jetzt kann sie hier nochmal so einen reinhauen. Und vielleicht wird er ohnmächtig. Nee, schade. Aber er greift Enami an. Ja, komm, mach ein Party-Table. Gut, wer greift als nächstes an? Ist eigentlich egal. Ja, der greift jetzt eh nicht an. Der lässt jetzt alles über sich ergehen. In der Kanalisation. Ja, okay, dann gibt es da wahrscheinlich auch jetzt einen zweiten Teil. Müssen wir wahrscheinlich jetzt in die Kanalisation reisen. Ja. Wir gehen einmal an die untere Küste. Weil erstens müssen wir von da aus noch einen Cube finden. Oder uns einen Cube nehmen. Und ich wollte einmal gucken, ob Bonn jetzt hier ist. Also hier ist er auf jeden Fall nicht. Aber die hatten doch Küste gesagt, oder? Da ist ja der Würfel. Also ich bin zu 80% sicher, dass sie gesagt haben, zur Küste. Ach, guck mal, das Fahrrad ist jetzt auch weg. Aber eigentlich, wenn jetzt hier an der Küste, dann müsste hier ja auch... ach, da oben ist es. Okay, ich nehme alles zurück. Da oben ist das Zeichen. Wir sind halt auch so maximal schnell, ne? So, einmal nochmal heilen. Gut, da haben wir hier einmal so einen blauen. Wir treiben Bon Carré in die Enge.
Los geht's! Wir tauchen ab in die Hysteria. Tief in die Erinnerung. In die zerfetzten, zerfaserten Erinnerungen. Jagd unter Freunden Teil 2. Ja, da würde ich einfach mal zur Küste gehen. Nee. So, hier liegen auf jeden Fall schon mal Marinesoldaten. Nicht lang schnacken, Kopf im Nacken. Okay, also da haben wir direkt den richtigen gekriegt hier. So, haben wir ihn mal mit der Bazooka hier weg. Dann können wir nämlich alle auf einmal knallen. Bup. Jetzt kann er ihn mit dem Party-Table wegbrezeln. Wegkicken. Gut. So, vielleicht können wir davon jetzt jemanden bezirzen. Der hat einfach die Liebesfrucht gegessen. Gut. Einer ist bezaubert. Ich glaube, einer. Das heißt, er kämpft dann schon mal für uns. Vielleicht schaffen wir es sogar noch, ihn heißblütig in Flammen zu hüllen, ihn zu verbrennen. Ah, guck mal. Einer brennt, einer ist verzaubert. Der andere bleibt stark. Ich will jetzt auch nicht zu viel. SP verbrauchen. So, Ruffy ist full. Das heißt, er kann ein Whip machen. Ja, das wirkt eh nicht. Achso, ich dachte, er wollte uns hier paralysieren, aber das war ja nicht der Fall. So, verbrennen. Na komm. Zieh durch, Nami. Du bist die Stärkste hier. Jetzt mal ärgert als nächstes an. Oder war der noch verzaubert? Habe ich gerade gar nicht mehr gesehen. Ist aber auch egal. Die wollen sie auch. So, erstmal eine Gatlin. Ja, so eine richtig knackige Gatlin hauen wir jetzt rein. Ja, das sieht gut aus. Dann hauen wir direkt hier so einen Table Dance raus.
Und Nami macht einmal so einen Verzauberungstanz. Vielleicht schaffen wir ja, dass beide verzaubert sind. Okay, die Jungs sind echt hart im Nehmen. Ja, ich muss ja ein bisschen SP hier sammeln. Sonst geht das nicht. Ach, ich weiß nicht, machen wir jetzt nochmal. Das zieht viel zu viel SP. Wir müssen hier ein bisschen SP generieren, aber Nami zieht echt ganz gut was ab. Muss man ja auch sagen. Ah. So, eine noch. Der letzte. So, komm, Ruffy haut jetzt auch nochmal einen raus. Ach, eingeschlafen, okay. Das bringt dir aber auch nichts mehr, mein Freund. Bonchan! Da ist er. Oh, Crocodile. Ach, Crocodile sag ich schon. Hier, Smoker. Wie komme ich jetzt auf Crocodile? Mr. Zubunkre. Die Kraft der Ballettfreundschaft. Dieser Gesichtsausdruck. So, das wird jetzt der Endfight. Gut, er macht hier erstmal so ein Diablo Jumbe. Gesundheit, genau das. Gut. Dann macht Ruffy erstmal ein Whip auf die Freien hier. Weil die werden nämlich übelst nerven, weil die haben nämlich Gewehre. Und da macht Nami einmal auf alle. Dieser Schnurrbart, er passt einfach nicht rein. Er passt einfach nicht da rein. So. Ja, okay, das hat bei Smoker gar nichts gebracht. So, wir machen gleich nochmal die Wir machen gleich nochmal dieses Betörungsding, dieses Verzauberungsteil. Ach so, ineffektiv. Ja, warum nicht? Weil vielleicht können wir die dazu bringen, also jetzt nicht die beiden, die sind jetzt gleich Matsche. Aber ich meine den anderen. Vielleicht kann Nami den ja überzeugen,
für unsere Sache zu kämpfen. So, bup, bup. Ach nee, der hat ein Schwert. Ja, dann ist eh egal. Aber er ist verzaubert. Guck mal, das wirkt wenigstens. Gibt es ja auch einen einzelnen? Ja, genau. Ja, komm, wir machen nochmal einen normalen. Weil es zieht eigentlich gar nicht mal so wenig ab, finde ich. So, sie holt sich noch ein bisschen SP. Ich frage mich, wann wir den hier diese Freundschaftskombi hinbekommen. Sick. Sehr sick. Na, ich habe jetzt auch gar keine Lust, irgendwie Sanji hier zu heilen irgendwie. Ich glaube nicht, dass er verwirrt werden kann. Wir machen mal das hier auf Sanji. Bisschen Support, ja. Guck mal, so ist Sanji einfach unsterblich gegenüber Smoker. Und Smoker wird wahrscheinlich die ganze Zeit zu, weiß ich nicht, sagen wir mal 90% Sanji angreifen, weil er theoretisch One-Hit ist. Aber durch Nami kann er einfach nicht mehr getroffen werden. Ich schätze mal, er kriegt eine zweite Phase oder sowas, Smoker. Weil sonst macht es halt keinen Sinn, ne? Weil wir müssen ja irgendwie hier diese Freundschafts-Special-Combination aller müssen wir ja droppen. So, jetzt geht das hier richtig los hier. Jetzt greift hier jeder an, um SP zu sammeln. Ja, easy, er liegt. Er liegt. ボンちゃん、ここでお別れだ。え?ヘムリンは俺たちが止める。だからボンちゃん、そうね。用意していた船がなくなって、まずは逃げろ。船はそれから探せ。そんな。ダチオン、おい。自分がおとりになって俺たちを逃がした奴の言う。でも。でも。 Er hat ihn erwischt. Er hat ihn tief in seinem Herzen getroffen. Ja, sag ich doch, zweite Phase. Alle sind wieder
komplett dabei. Dieses Gefühl, ich werde stärker. Lass Bojan in Ruhe. Ich bin jetzt ein Gegner, Rauchmann. I guess wir müssen jetzt gleich erstmal... Gum Gum Mountain, was? Okay, also Sanji ist ein Level up gewesen. Das heißt, er ist halt auch wieder full. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, er macht hier erstmal ein Party-Table. Ne, wir machen hier Diablo Jump. Ruffy muss gleich einmal geheilt werden. So, machen wir 50% erstmal. So, jetzt kommt Nami und haut erstmal alle auf einmal weg. Müsste dadurch jetzt nicht eigentlich das Freundschaftslevel irgendwie hochgepusht werden? Gut, machen wir nochmal einen Jump hier. Okay, einer ist auf jeden Fall schon mal weg. Jetzt gleich muss Nami erstmal gerettet werden. Aha. Ah, das können wir sogar gegen alle machen. Krass. Shotto, Tempo. Aber so viel hat es jetzt auch nicht abgezogen. Okay, es braucht Level 6. Wir sind gerade Level 4. Gut, hauen wir nochmal den hier raus. Gut. Jetzt wird erstmal der hier weggehauen. 5. Level 5. Ah, Level 6 brauchen wir dafür. So, vielleicht wenn wir Ruffy supporten. Na, immer noch Level 5. ...600 waren das ungefähr, ne? Die wir ihn abgezogen haben. Mal gucken, wie viel wir ihn hiermit abziehen. 900, okay. Sick. Vielleicht brennt er, vielleicht auch nicht. Immer noch nicht auf Level 6. So, einmal können wir noch supporten. Level 6, nice.
So, er macht nochmal hier so ein Diablo Jump, Vosco Chotto. Irgendwie sowas. So, Freundschaftstalente. Hauen wir nochmal raus. Das sieht so doof aus, wenn Sanji in der Luft steht und dann diese Kicks einfach macht. Ich weiß nicht, ich finde, das sieht irgendwie vollkommen bescheuert aus. Ach, war es das schon? Gotcha. Na, wenigstens konnten wir Bonchan helfen. Gut. Speichern wir erstmal. Und dann gucken wir nochmal einmal. Vollständig anzeigen. Unsere Küste sind wir gerade. Stadtgebiet. Ja, Dock 1, da müssen wir ja hin. Kanalisation. In der Kanalisation ist auf jeden Fall ein... ein Kopfgeld, was wir holen müssen. So, mal gucken, wenn wir jetzt nochmal auf die Karte gucken, ob hier die Hysteria ist. Nee, irgendwie nicht. Aber wo ist denn dann die letzte Hysteria? Die meinten doch, dass das irgendwo in der Kanalisation ist. Kanalisation Eingang. Justizzentrum. Kanalisation Eingang. Ja, weiß ich nicht. Ach, wir werden das schon hier irgendwie finden, irgendwie. Gut, dann würde ich sagen, das Video geht ja schon ein bisschen länger jetzt. Wir machen hier nächstes Mal weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Kommentiert fleißig, ich versuche so schnell wie möglich zu antworten. Und ja, ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ich die Hysteria immer noch aufnehmen soll. Oder ob ich die einfach offscreen machen soll. Und ihr könnt mir auch mal sagen, ob ich die Kopfgelder offscreen holen soll oder ob ich das auch aufnehmen soll. Ja, das könnt ihr machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein.